Ich bin Viviane Fischer, Rechtsanwältin, Volkswirtin und Vorstandsvorsitzende der Partei Die Basis. Aktuell werden wir immer tiefer in einen Krieg hineingezogen, der nicht unser Krieg ist. Es liegt kein NATO-Bündnisfall vor, es sind keine EU-Länder betroffen. Vieles spricht dafür, dass es sich um einen Stellvertreterkrieg handelt. Der wirtschaftliche Schaden für die EU-Zone, davon besonders betroffen Deutschland, wird derzeit schon auf 180 Milliarden Euro geschätzt. Das menschliche Leid hingegen kann gar nicht beziffert werden. Unsere Aufgabe als Menschen, als Demokraten, als Nachbarn ist es, gerade angesichts unserer historischen Verantwortung gegenüber der Welt, gegenüber Russland, das viele Millionen Tote im Zweiten Weltkrieg zu beklagen hatte, mit aller Macht auf eine diplomatische Lösung hinzuwirken. Deutsche Panzer haben, wie die Grünen zu Recht vor der Wahl erklärt haben, in Krisengebieten nichts verloren. Erst recht haben sie nichts in Kriegsgebieten verloren. Nun spielt die Regierung gleichwohl mit dem Feuer und bringt Deutschland und die EU in große Gefahr. Manche sprechen schon von der heraufziehenden Gefahr eines dritten Weltkriegs. Frau Baerbock verkündet demgemäß auch schon, dass wir uns im Krieg gegen Russland befinden. Wann ist aber jemals mit Waffengewalt Frieden geschaffen worden? Der richtige Weg ist das diplomatische Gespräch. Diplomatie ist von den aktuellen politischen Entscheidungsträgern und den säbelrasselnden Medien in Deutschland und in der Ukraine bislang zu keinem Zeitpunkt eingefordert worden. Ich möchte dringend zur Umkehr von diesem Weg aufrufen. Er kann nur ins Verderben führen. Der alte Spruch aus den 80er Jahren hat noch immer Gültigkeit. Frieden schaffen ohne Waffen. Das ist, was die Menschen weltweit in der EU, in Deutschland wollen. Dafür stehe ich und dafür steht die Partei, die Basis.